Herzlich willkommen zur 182. Folge Space Exploration mit dem Felix. Hallo. Wie lange brauchst du noch, bis du Leichtbauteile hast? Wie lange brauche ich noch, bis ich Leichtbauteile habe? Um was ging denn das da? Ich glaube, da war das Hauptproblem, dass wir irgendeine Forschung noch nicht hatten oder noch. Genau, ich brauche die Aerofan-Größe. Die Forschung muss durch sein. Dann geht's los. Ja, aber es gibt jetzt theoretisch gesehen auch die anderen Leitportale, die man vorher bauen kann, notfalls. Aber es Ja. geht halt nicht wirklich schnell voran, weil einfach alles fehlt. Richtig, dafür habe ich halt kein Öl und solche Geschichten. Also, damit es bei mir wirklich vernünftig, damit du auch wirklich vernünftig was erwarten kannst, brauche ich diese Aerofan-Größe. Ja, und ich komme nicht an die Aeroframe-Größe ran, weil Leichtbauteile unten fehlen. Oh, echt Und ich jetzt? starte, ja, ich bekomme halt kaum Materialien, um hier oben das aufzubauen. Mir fehlen massiv viel von diesen Plattformen, mir fehlen massiv viele Rohre und mir fehlen auch einiges ein paar Montagemaschinen, denke ich mal, für die Teleskope. Wenn ich damit von ausgehe, dass ich für jedes der Dinger 60 von den Teleskopen brauche, brauche ich nämlich 120 zweimal, also 240 plus vermutlich noch ein paar extra, denke ich mal zumindest. Also brauche ich irgendwo Richtung 300, 400 von diesen Montagemaschinen, weil ich auch noch andere Maschinen habe, die mir hier oben fehlen. Das Okay. Problem ist, es bringt halt herzlich wenig, wenn ich jetzt hier oben gewisse Materialien anfange, auch selber herzustellen, so. Nee, Wenn es das. unten eh an Leichtbauteilen scheitert, wird es nicht den großen Effekt haben. Das ist richtig. Warte mal. Wie baut man normalerweise Leichtbauteile noch? Das waren Zehn doch. Glas, zehn Kupfer, fünf Stahl, zehn Kunststoffstangen. Also nichts für dich eigentlich, weil du weder Steine aktuell, der laut deiner letzten Aussage hast, noch irgendwas anderes ungefähr. Sag mal ungefähr eine Zahl, was du bräuchtest an Leichtbauteilen. Guck mal, was ich machen kann. Frage. Meinst du jetzt in der Zeiteinheit oder eine gesamte Menge? Also so eine ungefähre Menge. Aber ich glaube, ich will die Zahl gar nicht hören. Also ich hätte grob geschätzt über 10.000, aber ich weiß keine genauen Zahlen. Okay. Also 8.000 hätte ich gesagt mindestens, aber was genau ist, das weiß ich nicht. Okay, andere Geschichte. Wie viel oder was bräuchtest du, damit es in Richtung Aeroframe-Größe gehen würde? Du meinst jetzt das Minimalste, was ich aufbauen müsste, damit es funktioniert, oder wie? Genau, damit zumindest irgendwas passiert, damit wir vielleicht doch in Richtung Aeroframe-Größe kommen könnten. Gib mir eine Sekunde. Vielleicht noch ein paar Sekunden mehr. Ich glaube, das waren ja 100, 500. Oh, gut, okay, dann vor. Also, die 50 Einser-Pakete hätte ich hier oben inzwischen angesammelt. Dann brauche ich davon 100. Nee, davon brauche ich 25 dann nur. 25 davon, 25 davon und davon relativ viel, aber die Stangen sind ja scheißegal.
Ach so, ich brauche noch was. Strom finde ich schlecht. Kannst du davon noch was rüber schicken? Möglicherweise habe ich sogar mehr als genug bei mir, aber es wird dir herzlich wenig bringen, weil Solarenergie kann ich schlecht rüberschicken, glaube ich. Das wäre echt geil, wenn es Tesseract gibt hier, die also wirklich so funktionieren, aber die gibt es bestimmt auch erst aber später, ne? Dass du ja nur einen Planeten hast, wo du richtig Strom drauf pfefferst und das alles einschickst, so ungefähr. Alles einfach voll mit Solar platscht, so ungefähr. Ja, einfach irgendwie. Ja, keine Ahnung, hier so Sachen. Das ist so ärgerlich, ey. So, Ölfeld 4. Habe ich keine. Drei, vier, so. Du fährst von Ölfeld 4 zu. Ölanlage, Anlieferung Öl. Wartebedingungen. Volles Frachtinventar. Wartebedingungen. Leeres Frachtinventar. Rastel Brennstoff. Und dann fährst du bitte erstmal ganz kurz tanken, glaube ich. 2, 4, 6, 7. So. So, warst du schön tanken oder was? Ja, hast dir schön Fitzbrennstoff reingebastelt. Okay. Okay, der Weg von dort hinten aus ist doch schon relativ lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Problem ist hauptsächlich bei diesen Forschungspaketen, dass ich diesen Zweierkatalog machen darf. Und für diesen Okay. Zweierkatalog darf ich erstmal noch 4 bis 7 Maschinen nochmal hier hinsetzen, so ungefähr, die gewissen Rohprodukte dafür herstellen. Okay. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo mein Stromproblem liegt.
Solarpanels, das heißt, du arbeitest, 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 die Solarpanel machen das Ding und dann ist das Solarpanel voll und dann. Ah, okay. Das heißt, es fehlt echt an Akkumulatoren. Also wenn ich will, dass ich es einfach habe, muss ich eigentlich den Block, den ich da aktuell aufbaue, eigentlich haben. So, und du sagtest jetzt, habe ich hier irgendwo Glas, 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 Glas. Ich habe doch hier irgendwo Glas, oder nicht? Hast du einen 404-Verteiler gerade zufällig zur Hand? Gesehen, ja, praktisch gesehen bin ich nur auf dem vollkommen falschen Planeten. Einfach da kurz hinsetzen. Können doch einfach reinplatzieren. Ich denke mal zumindest, dass die da beide rein sollen. Passt das sogar ganz genau gleich? Ja. Okay, ja, dann ist super. So, hacken wir mit dem Ding erstmal ganz kurz zum Fuel Stop. Wenn er mit den 5 Kohle überhaupt hinkommt. Ich habe noch Holz. Wieso stehe ich jetzt hier? Fragen über Fragen. Muss doch nur tanken. So. Dann kannst du tanken, dann muss ich jetzt zur Glas. Shit, wo waren die jetzt? Da? Ist das Ding auch schon benannt? Bearbeitung Stein, Abholung Glas, jawohl. Verarbeitung Stein, Abholung Glas, Ladebewegung, volles Frachtinventar. So, einmal darunter. So, Leichtbauteile. Glas, Kupferplatten, Stahlträger, Kunststoffstangen. Ich brauche mal einen Stift. Glas, Kupfer. Kunststoff. So, hier ist alles voll. Da habe ich keinen Platz drin. Da habe ich keinen Platz drin.
Da ist kein Platz drin. Da ist kein Platz drin. Da ist noch ein Erzfeld drin. Da ist ein Ölfeld drin. Was ist da drin? Da muss ich eh hin. Da ist Vulkanit. Schau mal dahin. Das Vulkanit. Erzzugteilgerät. Den muss ich da ja auch rausschmeißen. Gut, ich habe jetzt. Links das Zeug, ja. Da hoch zur Kernerzanlage. Genau. Nein, du bist jetzt zurückgefahren, du Arsch. Oh, da bin ich aufgepasst. Okay, müssen wir die Runde nochmal fahren. Ey, sag mal, bist du jetzt schon wieder auf dem Rückweg? Nein. Okay, da muss ich hin. Du, hier bist der Vulkanitzug. Ich hätte doch hier oben irgendwo ein Vulkanitfeld gehabt da. Das heißt, du fährst einfach mal da oben hin und bleibst da oben stehen. So, dann du hier einmal weg. Reiß mal weg da. Oh, das macht immer Spaß, wenn er hier mit Nanobots so. Ah, es ist dünn. Ah, das macht immer Spaß. Immerhin hast du Spaß gerade. Mit Nanobots Klippen abreißen. Ah, oh, es ist geil. So, das heißt, ich brauche vier Ausladungen. Eins.
2. Zu kalte Stellen. Vier, so, vier Ausladungen. Leeres Frachtinventar. Ja, wir sind aber leider am Ende der Folge angekommen. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.